Ja, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Dank der Kooperation mit Denknet und Reclaim Democracy dürfen wir euch heute hier in der Roten Fabrik begrüßen. Danke, Eliane. Ich bin Christoph und begrüße euch herzlich im Namen der digitalen Gesellschaft, genauer als Vorstand des gleichnamigen Vereins. Unsere aktiven Mitglieder setzen sich in tausenden Stunden von Freiwilligenarbeit für Grund- und Menschenrechte in einer vernetzten Welt ein. Das ist manchmal wie ein Kampf mit der Hydra. Während man ein Problem zu lösen versucht, tauchen bereits zwei neue am Horizont auf. Doch es gibt auch Positives zu vermelden. Dazu gehören die Verankerung der Netzneutralität im revidierten Fernmeldegesetz, und die Tatsache, dass die Schweiz keine Linksteuer eingeführt hat letztes Jahr. Die digitale Gesellschaft hat in den letzten Jahren ein gutes Gespür dafür entwickelt, wo aus zivilgesellschaftlicher Perspektive kritische Entwicklungen stattfinden. Das sind oft Entwicklungen, die, wenn sie nicht kritisch hinterfragt, sicher geglaubte Grund- und Menschenrechte zunichte machen. Das Problematische... an diesen Entwicklungen ist, dass sie oft sehr schwierig zu erklären sind. Um eine öffentliche Debatte darüber führen zu können, müssen aber komplexe technische Sachverhalte allgemein verständlich erklärt werden. Es müssen Begriffe geprägt oder eingeführt werden. Mit dieser Grundlagenarbeit trägt die digitale Gesellschaft zu einer informierten Öffentlichkeit bei. Und nur informierte Bürgerinnen und Bürger können sowohl die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten als auch ihre Regierung in ihrem eigenen Sinne gestalten. In diesem Sinne, digitale Gesellschaft reclaims democracy. Ich bin Eliane Antonia Maurer, ich bin Teil des OKA des Winterkongress, was vor 3 Jahren mit einer kleinen Konferenz nach der Mitgliederversammlung, unserer ordentlichen Mitgliederversammlung begonnen hat, ist heute ein wichtiger Anlass geworden für die digitalen Freiheitsrechte in der Schweiz. Unser Ziel ist es, hochwertige Vorträge und Workshops anzubieten, und zwar sowohl für Expertinnen wie auch für Aktivistinnen und andere interessierte Personen. Wir möchten einen niederschwelligen Zugang, sowohl inhaltlich wie auch finanziell. Ja, niederschwellig soll auch der Zugang inhaltlich sein. Wir haben darum kein Motto, zu dem die Referentinnen dann ihr Thema passend machen müssen, sondern der Winterkongress ist wirklich offen für sehr verschiedene Themen und Herangehensweisen. Nach dem Call for Proposal haben wir 42 Eingaben erhalten. Daraus mussten wir uns auf 28 reduzieren. Wir hoffen, dass wir euch heute ein interessantes Programm bieten können. Wir haben aktuelle Themen wie zum Beispiel die Geheimdienstaufsicht in der Schweiz oder die Fischierung von Organisationen, aber auch viele Themen, die unseren Alltag betreffen. Ja, dann bleibt es mir eigentlich noch einen ganz kurzen Dank an die zu richten, die diesen Anlass möglich gemacht haben. Das ist in erster Linie das OKA. Besonders danken möchte ich auch Kire, unserem Geschäftsleiter der Roten Fabrik, der WOTS, Reclaim Democracy Denknetz, Init7 für das Internet und ganz besonders auch allen Helferinnen und Helfern, ohne die so ein Anlass nicht zu machen ist. Ja, und bevor wir zur Keynote... Noch 2, 3 organisatorische Sachen. Ihr konntet euer Ticket umtauschen in einen solchen Badge. Das ist auch ein Navi. Auf der Rückseite findet ihr einen Übersichtsplan, wo sich welche Räume befinden. Und innerhalb des Tickets, wenn man es aufklappt, hat es auch noch ein Programm. Dann sehr wichtig, ich möchte euch auf unsere Fotopolicy aufmerksam machen. Wir haben heute einen Fotograf von der digitalen Gesellschaft vor Ort, der wird fotografieren. Und weil nicht alle fotografiert werden möchten, haben wir weiße und schwarze Bändel. Wer also nicht fotografiert werden möchte,
soll sich noch einen weißen Bändel schnappen. Wer einen schwarzen hat, der sagt damit, ich bin damit einverstanden. Ich bitte auch alle anderen, alle Teilnehmer, diese Fotos-Policy zu beachten und niemanden zu fotografieren, der einen weißen Lanyard trägt. Vielen Dank. Wir haben Videoaufnahmen in allen Räumen. Es gibt einen Livestream. Wer der Kamera ausweichen möchte, geht eher einfach hinter die Kamera. Aber es wird dafür auch sehr viele Sachen dann zum Nachschauen geben. Mehr dazu später. Wer Fragen hat, kann sich während dem ganzen Tag in der Schädhalle am Infostand melden. Dann noch zu guter Letzt. Dieser Anlass soll viel Raum für Diskussion und Austausch bieten. Zwischen den Teilnehmenden, zwischen Teilnehmenden und Referentinnen. Und dafür ist die Schädhalle und das Ziegel OLAC gedacht. Dort gibt es, in der Schädhalle gibt es während dem ganzen Tag Getränke und Essen. Während den großen Pausen gibt es warme Mahlzeiten. Und sonst ist ja auch noch die schöne Lage am See, die man zwischendurch genießen kann. Soweit wir wissen, gibt es auch noch keine Programmänderungen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, also jetzt noch als Letztes, wie eingangs schon erwähnt, wir sind ein Verein und finanzieren uns hauptsächlich über Mitgliederbeiträge und Spenden unserer Mitglieder. Und wahrscheinlich sind die meisten hier Mitglieder oder stärkere Unterstützerinnen und Unterstützer. Aber bitte denkt daran, wenn ihr Kollegen habt oder Bekannte, die sich dafür interessieren können, dass ihr es weitererzählt und ihnen eine Mitgliedschaft ans Herz legt. Dankeschön.